Na, hast du diese Clowns schon geschnappt? Ja, Chief. Dann geh und kümmere dich um die Straßensperre auf der Auburn Bay Brücke. Diese Anfänger haben's versaut. Schlimmer kann's nicht mehr werden. Hey, toll gemacht. Gut, dass wir diese Bankräuber-Clowns festgenommen haben. Sonst hätte es vielleicht den reinsten Medienzirkus gegeben. Einen Medienzirkus. Weil sie doch als Clowns verkleidet waren. Wie beim Zirkus. Zirkus-Clowns. Ist das Ding an? Sie können doch fahren, oder? Ich brauche Hilfe! Keine Sorge. Du links und nach vorn. Du rückwärts und rechts. Du links, dann rechts und nochmal leicht links. Du weiter wie gehabt. Ich liebe es. Entschuldigen Sie, Ma'am, aber ich brauche Ihren Wagen. Mein Leben zu zerstören. Du hast dich kein bisschen verändert. Lass das Süßholzgeraspel. Deinetwegen musste ich meine Identität aufgeben. Sogar meine Haarfarbe musste ich ändern. Du warst damals nicht blond? Du. Ich gehe jetzt noch zu Dad, verabschiede mich und dann verlasse ich Lego City. Sehe ich dich wieder? Nein! Was ist denn mit der Straßensperre passiert, Chase? Oh, ein Wagen geriet außer Kontrolle. Keine Sorge, hab mich drum gekümmert. Okay. Aber ich brauche einen neuen Wagen. Meinen habe ich, verloren. Eigentlich war das nicht mal meiner. Keine Sorge, bei Frank sind's im Schnitt 2 pro Woche. Beim Imbiss nördlich von dir befindet sich eine Fahrzeugrufsäule, ist aber schon länger außer Betrieb. Und ich soll sie jetzt reparieren. Bist ein schlaues Kerlchen, Chase. Hallo. Ich suche diese alte Rufsäule. Kennen Sie die? Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Sieh dir nur die Zapfsäulen an. Alle zerstört. Und ohne Zapfsäulen keine Kundschaft. Aber dank unserer berühmten Eierpastete ist das Gegenteil auch nicht wahr. Reparierst du die Zapfsäulen, soll es dein Schaden nicht sein. Das war's. Ich bin ruiniert, sage ich dir. Großartig. Der Imbiss ist gerettet. Was möchtest du? Eiscreme? Ein Hotdog? Ein Eiscreme-Hotdog? Ja, von denen habe ich noch jede Menge. Oh, ich weiß.
Ich gebe dir diesen Superstein. Der hilft dir beim Reparieren der Rufsäule. Und irgendwo hier müsste noch ein anderer Superstein sein. Das ist echt cool. Chase, ein weiteres Verbrechen ist im Gange. Auf dem Lego City Funkhaus haben sich Verbrecher verschanzt und unsere Leute kommen nicht rauf zu ihnen. Ich kann nicht fliegen. Das ist dir doch klar, oder? Ja. Aber mein Onkel Duke ist der Sheriff vom Bluebell Nationalpark. Er hat ein paar der alten Wurfhakenkanonen. Die könnten sich als nützlich erweisen. Und zu Unfällen führen. Deshalb benutzen wir sie nicht mehr, weißt du noch? Na, wenn dir das natürlich zu riskant ist. Ist es natürlich nicht. Super, ich sag Onkel Duke, dass du unterwegs bist. Mich angekündigt? Ja, das hat sie. Freut mich, Chase.
Hugh Cuckleberry ist der Name. Und ich weiß alles über dich. Verzeih meine Offenheit, aber ich weiß von deinem Fehler. Dich aber deswegen gleich zu versetzen, fand ich ein bisschen heftig. Vor allem, da du den Zeugen zum Reden gebracht hast. Nun ja, ich habe in der Zwischenzeit dazugelernt. So was Dummes passiert mir nicht nochmal. Alles okay? Ja, alles okay. Haben Sie zufällig eine Wurfhakenkanone? Klar habe ich die. Nimm dir ruhig eins dieser nutzlosen Dinger. Haben mir kein bisschen bei der alten Bessie geholfen. Hä? Streifenbarsch, grau. Ungefähr so groß. Was? Nichts. Na gut, ich muss da mal los. Ein paar Verbrecher schnappen. Klar. Viel Glück mit deinem neuen Spielzeug. Die sind gar nicht leicht zu handhaben. Hey Chase, es gibt da ein Problem. Ja, die Sache lief bisher auch viel zu glatt. Was gibt es denn? Wir haben widersprüchliche Informationen darüber, in welchem Gebäude die Räuber sind. Der Chief hat Fußstreifen auf die Suche geschickt, aber ich denke, du findest einen besseren Weg. Begib dich auf das Dach des Burgerladens, den ich auf deiner Karte markiert habe. Von dort kann ich mit dem Scanner herausfinden, in welchem Gebäude sie sind? Korrekt. Viel Glück, Chase. Thank you.
wollen wir mal sehen, wo ihr seid. Ab euch. Wird Zeit, dass euch jemand darunter holt. Weniger quatschen, handeln ist angesagt. Ellie, ich habe die Räuber gefunden. Aber ich werde mich auf das Nachbargebäude begeben. Von dort aus springe ich rüber und habe das Überraschungsmoment auf meiner Seite. Und verpatze ich es, bin ich wenigstens eine Woche krankgeschrieben. Lecker Krankenhausverpflegung. Den Bootsführerschein gewinnt man heutzutage wohl im Lotto. Keine Höhenangst oder irgendeine andere lächerliche Phobie. Bonjour! Wow! Französische Papageien! Ich war auch schon mal fetter. Ich kipp gleich um. Es muss einen Weg zu diesem Gebäude geben. Wurfhakenkanone ist super! Juhu! Okay, jetzt ist mir ein bisschen schlecht. Naja, das Zeug sah eh geschmacklos aus. Oh! Hey, hier unten ist ein Korb! Alle Mann, abhauen! Die Diebe werden mir nicht entkommen. Den einen habe ich, bleiben noch die anderen. Wow, wusste gar nicht, dass ich so ein guter Turner bin. Achtet mich gar nicht. Das wären dann zwei. Da ist Nummer drei. Bleibt nur noch der Anführer. Zu schnappen wird wohl schwieriger.
hier kommst du nicht rüber. Ich kann auf dem Dach eine Person erkennen, die womöglich der Kopf der Verbrecherbande ist. Sie scheint jemandem zuzuwinken. Du musst dir schon mehr einfallen lassen, um mich aufzuhalten. Warum habe ich nur die Klappe so weit aufgerissen? Moment! Jetzt schickt sich doch jemand der Lego City Polizei an, hier mitzumischen. Und es sieht nach einer Verhaftung aus. Für Sie vor Ort, Conrad Peters von den Kanal K Nachrichten. Komm schon, gib endlich auf! Hilf mir! Sonst fall ich! Ich hab ne Frau und zwei Goldfische! Nimm meine Hand! Sag, für wen du arbeitest! George! George! Benson? Barry? Ja, komm schon! Ich kann nicht! Der nimmt mich auseinander! Okay! Ich arbeite für Rex Fury! Rex? Wo ist er? Keine Ahnung. Er meldet sich nur per Telefon. Und wer weiß es sonst? Was weiß ich? Vielleicht Blue. Er ist im Albatros-Gefängnis. Geh zu ihm, aber lass mich bloß nicht fallen. Du scheinst ja gut informiert zu sein. Naja, ich schnapp das eine oder andere auf. Na, jetzt wohl nicht mehr. George? George Vater Bensonberry? Hey! Lange nicht gesehen, Dave! Hey, Chase! Hab dich gerade im Fernsehen gesehen? Sahst etwas blass aus. Hast du was rausgefunden? Ja, muss ins Albatros-Gefängnis. Hast du eine Ahnung, wie ich da hinkomme? Der Chief wird das nicht gerne hören. Er hat die Ausbruchsakte bereits geschlossen. Und wenn er davon nichts erfährt? Keine Ahnung. Ich frag ihn mal. Warte. Gibt es vielleicht einen Weg, ohne dass der Chief davon erfährt? Okay, stimmt. Einen Weg gibt es. Zuerst musst du auf die Fähre am Steg hinter der Polizeistation. Und dann? Sagst du dem Chief nichts davon? Du... Danke, Frank. Wir sehen uns später. Okay, viel Glück. Und wenn du Ellie siehst, grüß sie von mir. Lovebeard!
Chase McCain. Ah, lange ist her. Wir haben uns doch heute Morgen gesehen. Ah, das ist 6 Stunden her. Was machen Sie denn hier? Ich wollte mal was anderes machen. Ich bin jetzt Captain der Fähre und bringe kleine und große Halunken rüber zum Albatross-Gefängnis. Super, die Fähre. Aber wo ist sie? Hab sie versenkt. Du kannst mir nicht zufällig eine neue bauen, oder? Hey, Ellie, haben wir hinter der Polizeistation welche von diesen Supersteinen? Ich muss die Fähre wieder zusammenbauen. War Frank wieder am Steuer? Dieses Mal nicht. Ah, dann lass mich schnell deine Scan-Software aktualisieren. Okay, ab jetzt kannst du deinen Kommunikator als Datenscanner einsetzen. Er wird dir jeden Superstein in der Nähe anzeigen. Berühre die Datenscanner-Schaltfläche auf dem Kommunikator und folge den Anweisungen, nachdem ich auflege. Danke, Ellie. Sollte mich wirklich mal als Pirat versuchen. Die Stimme hab ich. Wenn da nur nicht die... Gut bei mir. Komm an Bord, wir segeln zum Albatross-Gefängnis. Okay. Vielleicht schaffen wir es diesmal sogar.